Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder den Abwärtstrend in der nordamerikanischen Profiliga NBA vorerst gestoppt. Nach 5 Niederlagen in den vergangenen 6 Spielen gewann Oklahoma 107:99 gegen die Indiana Pacers. Im dritten Viertel gelang OKC ein 24:0 Lauf, was in dieser Saison zuvor kein NBA-Team geschafft hatte. Während Schröder mit 3 Punkten in gut 20 Minuten Spielzeit unauffällig agierte, ragten Russell Westbrook mit einem Triple-Double, 17 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists und Top-Scorer Paul George 31 Punkte heraus. Mit einer Bilanz von 44 Siegen und 31 Niederlagen liegt Oklahoma im Westen als Siebter auf Playoff-Kurs. Das Polster zum 9. Sacramento Kings 37:37 ist groß. 7 Spiele stehen für OKC in der Hauptrunde aus. LA Lakers nur mit zweiter Garde Moritz Wagner, 13 Punkte, 4 Rebounds und Isaac Bonga, 2 Punkte, 3 Rebounds kassierten unterdessen mit den Los Angeles Lakers eine 100:115 Niederlage bei Utah Jazz. Die Kalifornier um Superstar LeBron James haben seit dem vergangenen Wochenende allerdings ohnehin keine Chance mehr auf das Erreichen der Endrunde. James, Tyson Chandler und Lonzo Ball saßen über die komplette Spielzeit auf der Bank. Hintergrund der Maßnahme: Mit der Gewissheit der verspielten Playoffs könnten die Lakers von weiteren Pleiten sogar profitieren. Beim anstehenden Draft steigt somit die Chance auf eine bessere Position.